Geht ab, Leute. In diesem Video geht es darum, welchen Charakter man auswählen sollte, welchen Life-Path. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst bitte ein Like da und abonniert auch den Kanal. Safe. Okay, easy. Weil ich will noch nicht so heftig schwitzen. Ich bin ja neu. Okay, chillt mal kurz. Ich muss hier jetzt kurz schauen, was ist der beste Charakter. Es ist doch schon eine schwitzige Basis hier. Which life path should I choose? English skills. Here, most important decisions. Also, um das Ganze mal zusammenzufassen. Diese Life Path Wahl hat keine Auswirkungen auf eure Klasse. Ja, also ihr könnt danach immer noch ein Hacker sein oder ein Nahkämpfer, Stealth Gameplay, was ihr wollt. Diese Life Paths wirken sich nur auf die Story aus. Also wo ihr sozusagen startet, euren Startpunkt wählt ihr. Entweder als Street Kid in der Stadt, als Snowman von außerhalb oder als Corporate in dieser Firma. Natürlich hat es auch kleine Unterschiede, wie zum Beispiel, der Corporate soll angeblich die Leute leichter durchschauen können, während der Nomad manche NPCs retten kann, die ansonsten umgebracht werden würden. Und der Street Kid hat bessere Connections zu den Gangs. Also es geht eigentlich primär darum, mit was ihr euch am besten identifiziert und was ihr am liebsten spielen würdet. Okay, also hier wird gar nichts empfohlen, deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach Bauchgefühl. Okay, ich lese mir jetzt auch noch hier die Scheiße durch. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Was sind die Vorteile? Ehrlichkeit, Vertrauen, Freiheitsliebe. Digga, wer braucht es? Ich brauche nur Fame, Geld und Bitches. Genau deswegen bin ich auch auf YouTube. Das haben mir die Rapper vorgepredigt. Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann. Ja, natürlich. Die Dorfkinder haben mal wieder die besseren Werte als die Stadtkinder. Nein, Spaß. Niemand kauft kein Geld, nie viel. Okay. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Okay. Hier ist man schon in dem ganzen Gang-Shit drin. Ich meine, das ist auch ein spannendes Leben. Ich weiß nicht, ich will nicht so... Irgendwie, es hört sich cool an, aber ich will nicht so ein Redneck sein. Und jetzt hier, Konzerne. Ich weiß nicht, das hier ist, kommt mir so zu OP vor. Wenn du da bist, dann bist du ja schon rich und alles. Da hast du ja schon voll viel geschafft. Aber ich will mich ja von unten hocharbeiten. Deswegen kommt das für mich, glaube ich, nicht in Frage. Entweder das oder das. Ah, fuck. Ich weiß nicht, wäre schon cool, wenn man so von außen startet und reinkommt, aber Street Kid, da bist du halt mittendrin, ich weiß nicht. Und das Hauptsächliche spielt sich ja in Night City ab. Und ich will nicht so Redneck sein. Ich weiß nicht, soll ich jetzt meinen Wurzeln folgen als Redneck-Dorfkind oder soll ich es mal als Stadtkind versuchen? Ah, das ist schwierig. Okay. Chill. Wir fragen jetzt einfach mal die magische Miesmuschel. Oder nein, scheiß drauf. Das ist viel zu lang. Müsste ich die scheiß App runterladen. Wir machen es jetzt einfach so. Ich google nochmal. Ich will jetzt halt auch nicht irgendwie scheiße wählen. Ich glaube, alle drei Pfade sind geil safe. Aber es gibt ja immer so einen Pfad, der richtig krass ist. Und die anderen sind dann nur so, kommen da nicht mehr ran. Oh mein Gott, hier gibt's ein Quiz. Nein, oder? Ah, okay. Als Nomade könnt ihr zum Beispiel einen NPC retten, indem ihr ihn zu einem befreundeten Clan schickt. Ohne diese Herkunft seht ihr diese Option nicht einmal. Als Konzerner durchschaut ihr die Machenschaften anderer Korpus. In der Mission rund um den Flathead-Roboter erkennt ihr deshalb, dass ein Virus auf dem... Fuck, jetzt wurde ich schon gespoilert! Als Straßenkind habt ihr einen besseren Draht zu den Gangs von Night City. Ihn verhandeln. Okay.
GameStar Quiz. Ich will dieses Quiz machen. Mann, ey! Das ist wie so ein Persönlichkeitstest, aber ich will den jetzt machen. Wo ist der jetzt? Auf geht's! Jetzt hab. Digga! Was wollen die denn? Okay, welche Filme schaust du gerne an? Spannende Actionfilme? Packende Thriller? Gesellschaftskritische Dramen? Okay, also ich feiere Thriller. Was ist dein Traumauto im Spiel? Ich weiß nicht, vielleicht schon so ein schneller Sportwagen. Praktischer Geländejeep, bin ich ein SUV-Spast? Nein! Hinwollen. Ich bin hey, zu schlafen, obwohl etwas frei wird. Ja, Mann. On the streets. He belongs in the streets. Boah, das ist halt so, wenn man eins von denen wählt, dann weiß man schon, okay, ich gehöre jetzt dahin, deswegen sage ich bescheidenes Apartment. Okay, ich bin gerade in der City angekommen, ich kenne mich ja absolut nicht aus. Wofür würdet ihr euer Leben riskieren? Um mein Geld zu retten. Ehre zu verteidigen? Nein, Junge, ich bin kein Ehrenmann, ich spiele FIFA. Familie zu beschützen? Okay, das wäre ein guter Grund. Das Richtige zu tun. Ich mach mal das Richtige zu tun, weil die oberen drei sind schon wieder so klar. Worauf könnt ihr in der Welt von Cyberpunk auf keinen Fall verzichten? Meine Familie, ein Haustier. Man kann ein Haustier haben. What the fuck? Schnelles Internet und die neueste Technik. Ich schwöre, da kann ich auch in echt nicht drauf verzichten. Mein Internet ist so scheiße. Gute Freundin, oh mein Gott, gute Freunde, wilde Partys sind auch nice. Fuck. Okay, ich meine, jetzt ist gerade Corona. Ich kann gerade eh nicht gute Freunde und wilde Partys schmeißen, deswegen einfach schnelles Internet, Junge, das brauche ich einfach. Fucking Vodafone ist so kacke bei mir im Dorf hier. Was mache ich gerne in meiner Freizeit? Lernen, Selbstoptimierung, up to date bleiben. Digga, wie sehe ich denn aus? Bauen, upgraden, tüfteln. Party machen, Freunde treffen. Reisen, Sport, Musik. Okay, eins von den unteren Beinen. Die oberen Beine. What the fuck? Okay. Ja, ich meine, ich mache schon. Ich reise auch gerne. Aber ich würde eigentlich beides verbinden. Okay, ich mache einfach Party und Freunde treffen. Komm. Ich war vorher nicht sozial, jetzt bin ich's. Oh, Kleidungsstil. Fresh as fuck, Leute. Hier. Schaut euch das an. Psst, ich bin's. Elegant und schnittig. Ja, beschreibt mich ziemlich gut. Nein! Günstig, das beschreibt mich. Ausgefallen nicht so. Aber günstig auf jeden Fall. Billiges Fuck. Ausgefallen, unbezahlbar, praktisch und gemütlich. Nee, praktisch und gemütlich. Ich bin kein Allmann. Ich trage keine Softshelljacke. Scheiß auf das. Elegant und schnittig. Ich habe auch nicht irgendwie so. Ich habe auch nicht einen Anzug oder so. Das geht auch schon mal raus. Ausgefallen, unbezahlbar. Nee, billig. Das bin ich. Was lege ich am meisten Wert? Ich meine, ich habe gesagt, ich bin billig. Aber. Ja, stimmt einfach. Ich bin billig. What the fuck? Hauptsache bezahlbar. Ich habe nicht so viel Geld. Wie geht ihr in Konfliktsituationen vor? Ich nutze meine Umgebung und schaffe mir einen Vorteil. Meine goldene Zunge umgarnt jeden. Ah, ich weiß nicht, meine goldene Zunge, die fuckt vielleicht jeden ab. Ich gebe volles Pfund aufs Maul. Nee, ich bin ja eher so der Stealth-Spieler, weil das ist eher so der Pussy-Weg, auch bei Elder Scrolls. Deswegen, nein, habe ich ja schon geklickt. Nein, ich habe schon geklickt. Egal, ich wollte es eh drücken. Okay, also, ich bin Street Kid. Ich bin Street Kid. He belongs to the streets. Tatsächlich. Hier. Okay, jetzt den Controller rausholen. Nein. Bin ich jetzt Frau, du Mann? Im Inneren sehe ich mich als. Ach, ich weiß nicht, ich bin schon eine Pussy, aber ich bin keine Frau. Deswegen bin. Okay, Leute, falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, wie ich mich als Stadtkind schlag und wie hässlich mein Charakter wird, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und teilt es mit euren Freunden. Schickt das Video einfach an den größten Spasten, den ihr kennt, okay? Dann bis zum nächsten Video. Manetti ist raus.